Zack. Ja. So, okay. So, da, dies, das, schnick, schnack. Sehr gut, okay. Seid ihr alle da? Perfekt, so muss das sein. Okay. Und los geht's. Wir sind live. Einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Heute Abend werden wir sprechen über das Thema Maximal-Makro. Und für all jene, die das vielleicht nicht mitbekommen haben und die Aufgabe noch nicht so gemacht haben, vielleicht noch mal eine kleine Erläuterung, wie das alles funktioniert. Aufnahme läuft, danke. Also es geht darum, das Maximale im Bereich Makro aus dem, was ihr gerade an Kamera da habt, rauszuholen. Das geht relativ einfach. Ihr nehmt eure Kamera, schaltet den Autofokus ab, das passiert hier, und jetzt könnt ihr hier oben scharf stellen. Und wenn ihr das relativ weit rausschraubt, dann seid ihr auf die geringste, oder dann habt ihr auf die geringste Entfernung eingestellt. Und das sorgt dafür, dass ihr jetzt nicht mehr mit dem Autofokus scharf stellt, sondern ihr sucht euch ein Motiv und stellt jetzt nur noch scharf, indem ihr näher rangeht und weiter weg. Und je nachdem, wann es dann scharf ist, könnt ihr draufdrücken. Und so holt ihr das absolute Maximum aus dem Equipment heraus, was ihr gerade habt, zumindest was den Makrobereich anbetrifft. So, und ich habe diese Aufgabe vor einer Woche über meinen Newsletter all meinen Newsletter-Empfängern geschickt und viele haben sich beteiligt. Und in diesem Webinar heute möchte ich einfach ein bisschen Feedback dazu geben, was an einigen Fotos gut gelaufen ist, was an anderen vielleicht etwas besser hätte sein können. Und das Ganze machen wir jetzt schon seit 11 Tagen. Seit 11 Tagen gibt es jeden Tag eine neue Aufgabe. Und seit, ich glaube, 4, 5 Tagen machen wir jeden Abend ein Webinar. Und heute gucken wir uns halt diese Ergebnisse an. So, in meinem Blog carsten-kettermann.com/blog gibt es diese Aufgaben alle nochmal zu sehen. Da ist das alles lang und breit erklärt. Und wir legen los mit einem Foto von Andreas. Der hatte keinen Bock, in den Garten zu gehen, also hat er uns hier ein Foto von seinem Schlüssel gemacht. Kann man auch mal tun. Okay, also ihr seht schon sehr deutlich hier, dass im Nahbereich die Schärfentiefe extrem gering ist. Wir haben hier einen ganz kleinen Bereich scharf und ja, schon diesen 1,5 Zentimeter darunter, nämlich hier auf dieser Tischplatte, auf dieser Holzfläche, was immer das ist, da ist es schon ziemlich unscharf. Liegt einfach daran, dass das so ist. Im Nahbereich hast du bei der gleichen Blende einen deutlich geringeren Schärfentiefenbereich, als das im Unendlichbereich ist. Ja? Und das ist so ein optisches Gesetz, das muss man einfach wissen. Und das sorgt dafür, dass viele Makrofotografen die Blende häufig sehr weit zumachen, heißt also einen hohen Blendenwert verwenden. So, okay, hier haben wir mal von Stefan ein Foto, der hat die Blende relativ weit aufgemacht. Die 55 mm weisen so ein bisschen auf so ein Standard-Kit-Objektiv. Die Dinger sind gar nicht schlecht und man kann damit relativ gute Nahaufnahmen machen. Und er zeigt Lufteinschlüsse im Inneren einer Dekoglaskugel. Finde ich schon geil. Ich habe zwar das Gefühl, dass hier gar nichts so richtig scharf ist. Ich hätte hier vielleicht mir gewünscht, dass da die eine oder andere Luftblase vielleicht auch scharf wird. Aber man kann das machen. Auch da ist natürlich immer wieder ganz viel Geschmackssache drin. Und es muss nicht immer alles brutal scharf sein. Wenn das Foto am Ende immer noch gut aussieht, finde ich, kann man das genauso machen. Und von daher denke ich, können wir das einfach mal so stehen lassen. Wunderbar. Gut. Damit kommen wir zu Silvias Punktlandung. Ich habe aber gar keine Idee, was das sein kann. Das würde jetzt auch wunderbar in die Kategorie Ratebild gehen. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Silvia ist irgendwie ein schickes Bild, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber zumindest ist hier vorne schon mal dieser sehr geringe Schärfentiefenbereich zu erkennen. Er zieht sich ungefähr hier so durchs Bild.
Davor ist es unscharf, dahinter wird es immer unschärfer. So erkennt man relativ gut, wenn man auf solche Flächen schaut, wo das Ganze scharf ist und wo auch nicht. So, der Raimund hat uns eine Fliege gezeigt. Mein Gott, da bist du aber echt nah dran. Okay, ich habe leider keine weiteren Informationen. Sollte der Raimund da sein, kannst du uns sagen, ob du da ein Focus-Stacking oder sowas gemacht hast? Würde ja nicht uninteressant sein. Okay, und dann liegt die noch auf so einem Leuchttisch. Ich bin gespannt, was du uns erzählst, falls du da sein solltest. Der Manfred zeigt uns Blüten im Wind. Ja, das ist tatsächlich relativ schwierig, das wirklich schön scharf zu bekommen. Kleiner Tipp, wenn ihr draußen unterwegs seid und die Blüten wackeln zu stark, dann steckt da doch einfach neben die Blüte, sodass man es gerade eben durch den Sucher nicht sehen kann, so ein Pflanzstab in die Erde. Und dann könnt ihr das vielleicht mit einer Wäscheklammer oder mit so einer Pflanzenklammer untenrum etwas befestigen, damit halt die Pflanze nicht über ihren kompletten Stängel relativ weit schwingt, sondern wenn sie dann irgendwo so einen Fixpunkt hat, dann bewegt sie sich obenrum viel weniger. Und dann ist das Ganze auch nicht mehr so schwierig. Denn ich habe es ja gerade schon gesagt, im Nahbereich haben wir sehr, sehr wenig Schärfentiefe. Jetzt hat der Manfred hier noch einen 20 mm Zwischenring dazwischen getan. Das heißt, er ist wirklich sehr, sehr nah dran. Und dann ist es wirklich da sehr entscheidend, ob ihr einen Millimeter weiter vorne oder einen Millimeter weiter hinten seid. Das ist schon dann manchmal sehr schwierig, das auch wirklich scharf zu bekommen. So, der Manfred hat nochmal was mit einem Normalobjektiv fotografiert. Schade, dass hier jetzt nicht so diese Blüte scharf ist, sondern eher die da hinten, die sich auch so ein bisschen wegdreht von der Kamera. Da hätte ich versucht, die Schärfe eher hier hinzustellen. Und damit sind wir direkt beim nächsten Tipp. Viele machen das ja so, also gerade wenn man sich runterbeugen muss, also ich sehe das immer wieder, dass viele dann einfach mit mehr oder weniger geraden Beinen stehen bleiben und sich dann so mit dem Oberkörper runterbeugen. Und dabei schwankt ihr natürlich vor und zurück, dass das schon auf keine Kuhhaut mehr geht. Und da ist dann tatsächlich meine Empfehlung, im Idealfall natürlich vom Stativ, aber wenn ihr das nicht habt, vielleicht in die Hocke gehen, ein Knie auf den Boden, das andere Knie könnt ihr nutzen, um euch darauf aufzustützen. Und wenn ihr dann schon mal wenigstens so ein bisschen eine Stütze für den Unterarm habt, könnt ihr das sehr viel präziser dann auch durch dieses Vor und Zurück scharf stellen. Ansonsten, Bildaufteilung ist ganz schön, Manfred, aber ich hätte hier tatsächlich die Schärfe hingelegt. Und vielleicht noch ein Hinweis nochmal an alle. Wenn ihr Fragen habt, nutzt den Chat und dann versuche ich darauf zu antworten. Okay, Mehdi zeigt uns Isolation im Schnee. Okay, Mehdi, dieses Foto ist sehr dunkel. Also Schnee sollte ja üblicherweise weiß sein. Und deshalb würde ich versuchen, hier die hellste Stelle so hell zu ziehen, dass sie gerade noch hier diese Schnee Struktur zeigt und dann hast du auch ein Foto, das einfach nochmal sehr viel knackiger daherkommt, einen besseren Kontrast hat und daher dann auch besser aussieht. Ansonsten die leichte Vignette, die ihr hier vielleicht schon erkennt, die finde ich gar nicht so schlimm. Also die ist da ganz gut aufgehoben, eben weil sie dann auch den Blick hier auf die Mitte konzentriert. So, die Gabi zeigt uns ein Blatt im Gegenlicht und auch da sehen wir wieder, da ist echt sehr wenig Schärfentiefe drin. Hier vorne, der Rand ist einigermaßen scharf und sobald es ein Zentimeterchen weiter nach hinten geht, wird es schon unscharf. Ansonsten aber gut gesehen und mit dem Gegenlicht hier auch eigentlich sehr gut gelöst. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen heller machen, damit man diese ganzen Details hier noch besser sehen kann. Okay, Jörg zeigt uns alte Technik. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber dieses Ding hier scheint offensichtlich das Wichtigste gewesen zu sein, Jörg, denn das ist scharf. Okay, also da hätte es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt das Interessanteste an diesem Ding ist. Der Ludwig fragt sich gerade, ob das ein Gleichrichter ist, was immer das ist, keine Ahnung.
Und die andere Möglichkeit ist natürlich gerade bei so Technik, da ist es schön, wenn einfach ein bisschen mehr Schärfentiefe da ist, damit halt nicht so viele Bereiche im Unscharfen liegen. Das ist eigentlich ganz schön, wenn wir da etwas mehr Schärfentiefe haben. So, okay. Horst zeigt, tja, ist das wirklich Chiasamen? Ich weiß nicht. Ich kann mir das irgendwie noch immer noch nicht vorstellen. Egal, ich muss da irgendwann nochmal mir den Chiasamen etwas genauer angucken. Aber ansonsten, ich hätte auch gesagt, das ist ein Wachtelei, aber wir sehen mal. Okay, der Horst ist da und da ist es ein Wachtelei. Okay. Wir hatten schon eine andere Aufgabe, und da war die Frage, ob das Eier sind oder nicht. So, ich hätte jetzt bei Omelette auch auf Wachteleier getippt. Sehr gut. Also, das ist auch mal ganz schön nah dran, wa? Also, ich meine, Wachteleier sind ja nun deutlich kleiner als normale Hühnereier. Und dann finde ich das schon ziemlich klasse, wenn man da so weit rankommt. Sehr gut. Okay, Sven zeigt uns ein, wie heißen die noch? Hilft mir doch mal. Eine Orchidee. Okay, ja, also schicke Orchidee, oder? Ich hätte jetzt vielleicht noch einen kleineren Ausschnitt genommen und dieses Grüne hier weggelassen. Da kann man vielleicht noch mal ganz haarscharf dran lang schneiden und dann kriegen wir hier das noch mal etwas besser hin. Es sieht ein Hauch unscharf aus hier, und deshalb tippe ich drauf, dass vielleicht eine etwas zu lange Belichtungszeit hier Verwendung fand, die dann halt hier für eine leichte Verwacklung gesorgt hat. So, der Rainer zeigt uns eine, ach, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber ich weiß, dass die Schwiegermutter meiner Schwester, die ist auch ganz lustig veranlagt, die nennt das immer Pimmelblume. Fand ich irgendwie ganz passend so. Anthurie, Horst, sehr gut, okay. Super, dass ihr das alle kennt. Also ich finde das definitiv eine coole Sache. Das ist schön scharf. Klasse ausgeleuchtet. Ja, und auch, wie ich finde, relativ gut hier nach der Drittelregel konzipiert das Ganze. Finde ich eine schöne Sache. Sehr gut. Da kommt dann nochmal was anderes vom Rainer. Finde ich auch gut. Auch gerade diese Reduktion der Farbigkeit auf Rot und Grün, dass da also jetzt nicht noch großartig andere Farben mit hineinspielen, finde ich klasse. Hier ist dieser Bereich hier scharf. Der Hintergrund wird schön unscharf. Finde ich klasse. So kann man das machen. Ja, guck mal, der Rainer hat auch noch ein drittes Foto gemacht und ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich hatte die Hausaufgabe mit so einem ähnlichen Foto geschrieben, aber Rainer, deins ist eindeutig schicker als meins. Also finde ich super. Klasse Bild. Was sagt die Katja? Die macht ja auch gerne Makros. Kann man machen? Man gut Sehr machen. geil, das sieht aus wie so ein Alien-Pilot irgendwie. Ich Ja, kann mir genau. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass das sieht ein bisschen aus wie ein Vogelgesicht, eigentlich mit dem Schnabel da oben. ja. Hast du das gesehen? Ja, sehr geil. So, Sabine schickt uns aus der Schweiz ein. Tja, was ist das? Brauchtum, keine Ahnung, irgendeine Figur mit Tröte. Wunderbar. Also, hat geklappt, Sabine. Sehr gut. Finde ich auch schön, dass das hier vorne scharf ist und man noch so ein bisschen den Rest erkennen kann. Sehr gut. Okay, Andrea schickt uns, tja, was ist das? Irgend so ein Pumuckl-Troll-Dings. Ein Troll, genau, hätte Ein ich auch. Troll. Ja, sehr gut. Okay, auch der ist scharf, zumindest an den Augen. Die Ohren und auch die Nasenspitze ist schon wieder leicht unscharf. Ihr seht also, wenn ihr etwas mehr Schärfentiefe haben wollt, müsst ihr schon massiv abblenden. Sehr gut. Erdnuss im Teichmantel. Wahnsinn. Mit 105 mm aus der Hand geschossen. Scharf ist es. Nett drapiert. Ganz passable Farbigkeit. Hier scheinst du, Markus, sogar noch von oben so ein bisschen Licht drauf reflektiert zu haben. Vielleicht mit einem Reflektor oder so. Das kann man genauso machen. Wunderbar. Der Rainer war nochmal draußen unterwegs und zeigt uns hier das natürliche Pendant zur Glaskugelaufnahme. Ist schon immer wieder faszinierend, was einfach so ein bisschen Wasser ausmacht, um uns die Welt nochmal andersrum zu zeigen. Finde ich sehr gut.
Ich frage mich nur gerade, Rainer, was ist hier passiert? Das sieht so aus, als hättest du so eine Nahlinse drauf gehabt. Und die war offensichtlich viel zu tief. Also sie hat eine gewisse Tiefenaufdehnung, die dann dazu geführt hat, dass du hier so eine starke Vignette mit da drauf bekommst. Das hättest du vielleicht wegschneiden können. Okay. Es ist halt so, manchmal sind halt solche Nahlinsen relativ dicke Lupen im Prinzip. Und ja, da ist es dann halt so, dass die schon meistens relativ weit rauskommen. Deshalb setze ich generell nicht auf solche Vorsatzlinsen, sondern vertraue dann eher mal auf so einen Zwischenring oder direkt halt ein Makroobjektiv. Ranzoom geht auch, sagt die Paula. Ich sehe jetzt hier nicht, was für eine Brennweite der Rainer eingesetzt hat. Es kann sein, dass das ein bisschen weitwinklig ist. Ja, wahrscheinlich sogar. Also, das wird es gewesen sein, Rainer. Beim nächsten Mal einfach das Tele nehmen. Ha? Auf eine leichte Telebrennweite stellen und dann geht das schon viel besser. Okay, die Elke hat uns das neue Grün einer Grasnelke. Das alte ist nämlich das braune Zeug, was da unten drunter sich befindet. Finde ich auch einen geilen Farbkontrast. Rot-Grün kann sich sehen lassen, oder? Finde ich gut. Schön finde ich auch, Elke, wenn wir uns mal hier dieses Rote anschauen, aus dem ja dann später grün wird. Das hat ja so eine gewisse Ausrichtung in die linke obere Ecke. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Und bei Aufnahmen von Blumen betrachte ich die Blume auch als so etwas wie ein Gesicht. Und wenn wir jetzt so einen Blütenkelch haben, dann gebe ich diesem Blütenkelch immer Platz in die Richtung, in die er guckt. Ne? Also wenn man so in die Blüte reinguckt, dann sage ich so, das ist so das Gesicht der Blüte. Und dahin guckt sie, wohin sie geöffnet ist. Und da lasse ich dann immer mehr Platz im Bild. Und was, also das Gegenteil wäre, wie ich finde, nicht so schön, wenn man nämlich die Blüte dann so vor die Kante gucken lässt. Das schließt das Bild, das schließt die Blüte im Bild ein. Und wenn wir ihr Platz im Bild geben zum Gucken, dann geben wir ihr Platz und Freiheit und Sicht ins Bild hinein. Das ist sehr viel schöner und das hat die Elke hier sehr schön gemacht, dass sie eben hier auf dieser Seite mehr Platz gelassen hat als da. Um das nochmal etwas zu unterstützen und um diesen Rot-Grün-Kontrast noch besser zu optimieren, würde ich sogar hergehen und würde hier einen Schnitt machen. Also dieser rechte Teil, den würde ich wegnehmen. Hier ist so ein großes Loch. Da ist alles nur schwarz. Generell ist hier auf der rechten Seite sehr viel Dunkles zu sehen. Und wenn wir das einfach wegschneiden, guckt die Blüte noch mehr nach links. Und wir haben hier einen überflüssigen Bildteil einfach weggelassen, der uns keine großartigen neuen Informationen liefert. So, die Elke hat auch noch eine Ornamentkugel fotografiert. Ja, da liegt die Schärfe hier relativ weit hinten. Das passiert einfach, wenn man nicht vom Stativ arbeitet oder wenn man sehr präzise arbeitet, dass dann halt auch mal im letzten Moment die Schärfe irgendwo hinrutscht, wo sie vielleicht nicht ganz so optimal aufgehoben ist. Also ich hätte jetzt tatsächlich hier auf diese Elemente scharf gestellt. Für mich bilden die hier im Prinzip schon in dieser runden Kugel eigentlich das Hauptelement, eben weil sie so ganz klare Strukturen haben. Da hinten ist die Schärfe eigentlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen deplatziert, so ein bisschen verschenkt, weil das da hinten halt nicht so eine klare Struktur hat wie diese hier vorne. Aber am Ende ist auch das natürlich wieder ein bisschen Geschmackssache. So, der Horst, ist der Horst da? Kann uns der Horst jetzt sagen, wie groß diese Schraube ist? Weil Madenschrauben sind ja meistens ziemlich klein. Okay, Horst, ich warte mal drauf. Was sagst du denn? 20 mm, okay. Und da braucht man dann tatsächlich schon 5 Bilder und muss das stacken, damit das dann tatsächlich hier bis zur dritten, vierten Windung scharf wird. Also das ist schon gewaltig, ne? Wenn ihr so wirklich extrem kleine Motive habt, nimmt die Schärfentiefe halt einfach so extrem ab, dass ihr das mit normalen fotografischen Mitteln kaum noch
kaum noch hinbekommt, da überhaupt ein bisschen Schärfentiefe reinzubekommen. Die Schärfentiefe kann dann schnell unter einen Millimeter groß sein. Und das sind natürlich extrem wenig. Und hier scheinen wir ja immerhin schon mal 4-5 Millimeter Schärfentiefe zu haben. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Sache. So, der Horst sagt, er macht es mit Affinity-Foto. Super schnell und easy. Ich arbeite damit nicht, aber vielleicht muss ich mir das mal etwas genauer angucken. Okay, ach so, Horst, aber sauber machen kannst du das Ding aber vorher mal, oder? Hier diese ganzen Flusen, die da so abstehen und den Dreck, den kannst du bitte einfach mal vorher wegmachen. Gerade wenn ihr Gegenstände fotografiert, da ist Putzen, Putzen, Putzen absolute Pflicht. Okay, so, ja, kommt aus der Packung, deshalb kannst du es doch trotzdem putzen, oder? Okay. So, Evi zeigt uns einen Schlüssel. Ja, kann man so machen. Sogar mit Kunstlicht. Zumindest sieht es so ein bisschen so aus. Ist das ein Blitz? Ich kann es nicht ganz sehen. Aber es sieht fast so aus. Okay, mit dem gleichen Licht nochmal den Elefanten. Wunderbar. Und ein Insektenhotel, Ulrike. Sehr gut. Okay, also da sieht man mal wieder, wie schön einfach so eine geringe Schärfentiefe ist. Wir haben einige wenige hier scharf, der Rest nimmt sich zurück und lässt halt hier den Blick auf diejenigen gut und klar herauskommen, die halt hier ja, scharf sind. Und das ist doch immer wieder eine schöne Sache, den Blick des Betrachters zu steuern und dafür zu sorgen, dass er halt nicht irgendwo im Bild ist, sondern da, wo wir uns das vorstellen. Okay. Ulrike zeigt uns auch nochmal ein Thermometer. Sowas stand mal bei meinem Hausarzt auf der Theke, auf dem Sprechzimmertisch und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie genau die Dinger funktionieren, aber irgendwie kann man da dann auch ablesen, wie es ist. Ich finde das Foto ein bisschen dunkel. Dadurch kommen die Farben hier ein klein bisschen sehr düster. Und ich glaube, wenn du das jetzt hier nochmal ein bisschen aufgehellt hättest, dass das Glas wirklich wie Glas fast durchsichtig wird, dann wird wahrscheinlich auch der Hintergrund relativ hell. Und dann sieht das, glaube ich, von der Farbigkeit auch nochmal deutlich besser aus. Okay, nochmal so eine Figur vom Bernd. Wunderbar. Das hat doch geklappt. Die Ulrike zeigt uns, mein Gott, habt ihr alle Regen gehabt, dass ihr so viel Dekokram fotografieren musstet? Okay, Löcher in einer Dekokugel. Wunderbar. Sehr gut. Ach, Bernd, geil, oder? Das finde ich klasse, was auch immer das ist. Irgendein Blütendings von ich weiß nicht was. Aber guckt mal, wie geil hier diese Unschärfe aussieht. Das ist doch unfassbar. Leider ist auch hier nicht so ganz scharf. Habe ich den Eindruck, woran kann es liegen? Ah, Bernd sagt gerade eine alte Klematisblüte. Okay. Die hat er mit Blende 2 fotografiert. Bernd, Blende 2 im Nahbereich ist echt eine Herausforderung. Da hast du wirklich eine Schärfentiefe, die sehr wahrscheinlich bei einem Millimeter liegt oder vielleicht sogar noch drunter. Und wenn du da auch nur einen Hauch daneben liegst mit der Scharfstellung, ist sofort alles vorbei. Es ist geil, was hier passiert drumherum, aber du riskierst halt auch wirklich, dass es dann vielleicht doch mal daneben liegt. Deshalb gibt es Makroschlitten. Das sind solche Schlitten, die auf das Stativ geschnallt werden. Und dann ist die Kamera auf so einem Schlitten und ihr könnt die millimeterweise nach vorne und nach hinten bewegen, während das Stativ seine Position beibehält. Also ist eine ganz praktische Sache. Sind auch gar nicht so teuer, diese Dinger. Und kann ich für all jene, die sich Makrofotografie auf die Fahnen geschrieben haben, nur empfehlen. Es ist wirklich eine ganz, ganz vorzügliche Möglichkeit, gerade solche extrem geringe Schärfentiefen wirklich zu meistern. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist eine schöne Sache. Die Farbigkeit finde ich hier sehr gut, gerade wenn es halt so eine abgestorbene Blüte ist, passt das natürlich ganz wunderbar dazu. Also insofern, Bernd, hast du mal wieder gut gemacht. Super. So, Bernd, das hier
ist auch ganz okay. Hier hast du wieder die gleichen Probleme, extrem wenig Schärfentiefe. Aber hier würde ich ganz rigoros hergehen und diesen Teil überlassen und den Rest wegschneiden. Hier findet sich keine Information, die wir da nicht auch schon haben. Und auch hier unten, das ist, wie ich finde, über. Das kannst du deutlich reduzierter machen. Da hättest du gerne, wenn es geklappt hätte, auch noch näher rangehen können. Vielleicht hättest du ja noch irgendeinen Zwischenring oder sowas in der Schublade gehabt. Das geht dann auch ganz gut. So, von Andrea kommt der kleine grüne Kaktus. Sehr gut. Also hier hast du wohl auf diese Oberseite hier scharf gestellt und man sieht sehr gut, dass nach vorne und nach hinten diese Stacheln schön unscharf werden. Finde ich klasse gelöst. So kann man das machen. Vielleicht hältst du die Tiefen noch einen kleinen Hauch auf, damit dieser dunkle Bereich hier noch etwas schicker daher kommt. Okay. Da ist noch ein zweiter Kaktus, der aber kein Kaktus ist. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Bin da kein Fachmann für das ganze Grünzeug. Aber auch hier wieder eine schöne Schärfentiefe, eine schöne Bildaufteilung. Super, dass du die Mitte nicht genau in die Mitte gesetzt hast, sondern so ein bisschen raus. Das macht das Bild einfach ein bisschen dynamischer vom Bildausschnitt. So, die Anne sagt, das ist eine Sukkulente. Sind nicht alle Kakteen Sukkulenten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, der Michael schickt uns Lavendel. Blüht das schon auf Teneriffa? Sehr geil. Ich finde es ein bisschen duster. Also gerade wenn wir so einen blauen Himmel haben, da erwarten wir eigentlich sommerlich lichtdurchflutete Landschaften und solche Geschichten. Vielleicht kannst du die Schatten hier noch ein bisschen aufhellen oder vielleicht sogar das gesamte Foto nochmal 20%. Dann kommen auch die Blüten sehr viel kräftiger und sehr viel farbstärker. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, das mal anzugehen und da nochmal ein bisschen Helligkeit drauf zu tun. Okay, Rundrelais. Der Staub ist fast so alt wie das Relais und ist gewollt. Ja, so kann man sich auch rausreden, Jörg. Martin fragt, wann ist eine Aufnahme zu dunkel? Das ist eine gute Frage, Martin. Wenn Wolken, die wir ja alle kennen, im Prinzip nicht mehr weiß sind, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass das gesamte Bild im Prinzip viel zu duster ist. Wenn also Wolken, so wie hier, eher schon mit so einem 35-40%igen Grau daherkommen, dann finde ich, ist das einfach zu dunkel. Außerdem gucke ich mir einfach die Schattenbereiche an, wenn die schon fast schwarz werden an so einem sommerlichen Tag, aber auch die sonnenbeschienenen Seiten schon relativ dunkel daherkommen, auch wenn das Motiv selbst braun ist, dann finde ich, ist es einfach zu dunkel. Ja, aber die Wolken sind tatsächlich bei solchen Aufnahmen immer eine ganz gute Geschichte. So, auch da hätte ich mir gewünscht, dass der Jörg ein bisschen mehr sauber macht. Aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Wenn du den Staub haben willst, ist das auch in Ordnung. Alles gut. So, und die Evi zeigt uns ein paar schöne Orchideen in Weiß. Finde ich super. Martin, das ist im Prinzip auch so ein schönes Beispiel. Hier fehlt im Prinzip, ja, bis auf das kleine Stückchen hier, ein echtes Weiß, obwohl wir ja alle solche Blüten kennen, die sind ja nun mal weiß. Wir fotografieren hier in diesen Kelch hinein, der dann im Prinzip auch für sich selbst einen Schatten macht. Und Fotos sehen einfach etwas frischer aus, wenn sie, ja, schon, wenn schon auch weiß einigermaßen weiß aussieht und nicht grau. Insofern hätte ich da tatsächlich das vielleicht noch 20-25% heller gemacht. Und ich hätte auch noch diesen Teil hier weggeschnitten, den linken Teil. Hier wird es auf einmal wuselig. Da geht's, da sind irgendwelche Dinge, wo wir nicht mehr so richtig wissen, was ist das? Ja, es könnte ein Blatt sein, aber weil wir halt auch kein Innenleben mehr sehen, wird es hier halt ein bisschen zu viel. Und deshalb würde ich hier einen Schnitt machen, den linken Teil weglassen. Und dann habe ich eine und zwei Blüten.
noch hier eine Knospe und ein relativ schönes, aufgeräumtes Foto. Und darum geht es ja am Ende immer, dass ihr das zeigt, was für euch wichtig ist und dass ihr alle unwichtigen Bereiche weglasst, alles, was die Aufmerksamkeit von eurem Foto abzieht, das sollte weg sein. Also alle störenden und ablenkenden Elemente weg und nur das zeigen, was ja, ihr zeigen wollt. Aber eine gute Frage. Sehr gut. So, Hanna zeigt uns ein Gänseblümchen. Okay, mit einem Makro und einer Reynolds 250. Also das ist schon ein Geschoss, aber es ist schon auch für ein Gänseblümchen extrem geil, oder? Jetzt überlege ich mal eben kurz, wie groß ist denn ein Gänseblümchen von einem äußeren Blatt zum anderen? Ich würde mal sagen, 2 Zentimeter. Passt ungefähr, ne? So, wie groß ist dann jetzt das gelbe Innenleben von einem Gänseblümchen? 6 Millimeter? 5? Ursel, ich glaube es auch. 5 mm könnte gut sein. Und jetzt, meine Lieben, haltet euch fest. Wir haben hier eine Olympus, gehe ich mal von aus. Die hat einen Sensor, der so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von etwa 18 mm. Und das 5 mm große Innenleben des Gänsefüßchens nimmt dann also von diesen 18 mm Sensor 12 ein. Das heißt also, 12 mm ist dieses Blümchen auf dem Sensor groß, das in Wirklichkeit nur 5 mm groß ist. Das heißt, es ist 2,5-mal vergrößert. Also ein Abbildungsmaßstab 2,5:1. Das geht auch nur, wenn man tatsächlich zu einem Makro nochmal Zwischenringe oder so eine Nahenlinse mit dazu nimmt. Also Hanna, das ist mal mutig, damit dann auch noch so nah ranzugehen. Wir sehen auch hier wieder einen ganz, ganz geringen Schärfentiefenbereich, der sich einmal hier so komplett durch das Bild zieht. Nach hinten wird es alles immer unschärfer, nach vorne auch. Finde ich sehr gut. Kann man so machen. Die Hanna sagt, Blende 4,5 hast du da auch noch eingesetzt, okay. Aber wir dürfen ja eins nicht vergessen. Da habe ich heute auch noch mal eine Anfrage von einer jungen Frau bekommen, die sich gewundert hat, warum sind denn meine Makrofotos manchmal so unscharf? Und ich habe dann gesehen, dass sie an ihrer APS-C deutlich über Blende 16 hinausgegangen ist. Für alle, die das noch nicht wissen, bei einer APS-C-Kamera dürft ihr nur maximal bis Blende 16 gehen, bei einer Vollformat bis Blende 22, bei so einer Olympus und anderen Micro Four Thirds und Four Thirds Kameras nur bis Blende 11, bei Kompaktkameras nur bis Blende 8. Warum ist das so? Wenn ihr über diese Werte hinausgeht, die ich gerade genannt habe, dann riskiert ihr Beugungsunschärfen. Und im Makrobereich riskiert ihr die noch viel mehr, denn wenn die Hanna jetzt sagt, sie hat hier Blende 4,5 verwendet, Hanna, dann war effektiv eine ganz andere Blende eingestellt. Denn es gibt so eine Formel, mit der kannst du die effektive Blende ausrechnen. Und jetzt fragen sich gerade wahrscheinlich viele, okay, was? Blende ist doch Blende. Nein, die Blende, die ihr an eurer Kamera ablesen könnt, das ist die sogenannte Nominal- oder Nennblende. Effektiv kann aber eine andere Blende eingestellt sein, denn wenn eure Kamera ein Landschaftsfoto macht und irgendwo da hinten in der Unendlichkeit scharf stellt, dann ist durch den geringen Auszug das Loch der Blende relativ nah am Sensor. Okay? Und wenn ihr jetzt aber den Auszug erweitert, und das müsst ihr, um ein Makrofoto zu machen, dann wandert dieses Loch nach vorne
und wird in Relation zum Sensor relativ kleiner. Und dafür gibt es eine Formel, die heißt Blende effektiv gleich Nennblende mal, Klammer auf, Abbildungsmaßstab plus 1, Klammer zu. Der Abbildungsmaßstab, haben wir gerade ausgerechnet, ist bei diesem Bild 2,5. Wenn wir also jetzt erstmal die Klammer aufrechnen, 2,5 plus 1 ist 3,5. Wenn wir jetzt die Nennblende mal 3,5 rechnen, 4,5 mal 3,5 ist 13,5 plus 2, irgendwie 13, 15, ja, Blende 16. Hanna, du hast an deiner Kamera Blende 4,5 eingestellt. Das ist deine Nennblende. Aber in Wirklichkeit war die Blende so weit geschlossen, dadurch, dass sie relativ weit weg geraten ist von deinem Sensor, dass du effektiv Blende 16 eingestellt hattest. Paula, die Formel findest du, wenn du in meinem Blog nach Abbildungsmaßstab siehst. Also Blende nominal mal Klammer auf Abbildungsmaßstab plus 1 Klammer zu. Und das ergibt die Blende effektiv. Okay, ja, was man alles in so einem Fotografiestudium lernt. Ne? Also das ist schon geil. Also Hanna, ein wunderbares Beispiel, das mich hier klasse hat erklären lassen, wie das Ganze mit der stärkeren Abblendung läuft, wenn ihr eben solche extremen Abbildungsmaßstäbe habt. Wenn die Hanna hier direkt auf Blende 16 gegangen wäre, mal 3,5, wären wir irgendwas bei Blende 64 gewesen. Und du hättest Beugungsunschärfen gehabt, Hanna. Das gesamte Foto wäre extrem unscharf gewesen. Für all jene, die Blende 64 nicht kennen, die existiert tatsächlich, auch wenn ihr die an euren Kameras nicht einstellen könnt. Okay, der Dominik zeigt drei Fotos mit einem Sigma 18-300 Makro. Okay, es wird immer wieder, ach, Kate, sehr schön, Dankeschön. Hier bei Zoom hat die Katja euch das gerade in den Chat getan. Und bei YouTube trage ich das dann einfach mal nach. Okay, also unterm, ihr wisst schon. So, also, Dominik, ein 18-300 D10 Makro. Ja, an diesen Zoom-Objektiven, da steht immer Makro mit dran. Und viele fragen sich denn, ja, kann ich da denn geile Makrofotos mitmachen? Ja, eher nicht. Also bei so einem extremen Brennweitenbereich können die auch so ein bisschen Makro machen, aber das ist nur ein Minimal-Makro. Ja? Also wir sehen es hier relativ gut, diese Blüte, also er kriegt hier nicht nur ein Blatt drauf, sondern man sieht eine halbe Pflanze und das nenne ich immer so, solche Objektive sind nur anmakroisiert, also wirklich tolle Makrosachen kann man damit nicht machen, dafür braucht es dann schon etwas mehr Zubehör. Auch hier, obwohl das Foto ja schon schön ist, ne? Aber es ist halt auch genauso wie dieses hier nicht besonders nah dran. Aber sehr schön, wie hier die unscharfen Bereiche im Hintergrund aussehen, finde ich gut. Ja, sehr schön. So, und nochmal zu der Frage von Martin gerade. Wann ist denn weiß oder wann ist ein Bild zu dunkel? Das hier ist definitiv nicht zu dunkel. Jetzt kommt natürlich die Frage, ist es vielleicht zu hell? Und um das beurteilen zu können, muss ich mir natürlich wieder hier die weißen Bereiche anschauen. Da hinten bei dieser Blüte ist alles in Ordnung. Auch bei dieser hier erkenne ich noch leichte Differenzen innerhalb des Weißes. Ich sehe also, dass dieses Weiß noch durchgezeichnet ist. Aber offensichtlich scheint da hinten schon noch ein bisschen mehr Licht hingekommen zu sein und auch hier oben und da diese Blüte, sodass ich sagen würde, dieses Foto ist mal ein Hauch zu hell und ich würde mir wünschen, dass es 10% dunkler würde. Das wäre perfekt. Nein, Nicole, natürlich habe ich in der Aufgabenstellung nicht gesagt, dass es ein Makroobjektiv sein soll. Ihr sollt mit dem arbeiten, was ihr in eurer Kameratasche habt. Also alles gut. Ich wollte jetzt Dominiks Fotos hier auch nicht runtermachen. Ich wollte nur erklären, dass solche
Reisezoom-Objektive halt nicht unbedingt die allergrößten Leuchten sind, was Makro anbetrifft. Ich habe euch ja auch die Aufgabe zum Beispiel hier an meinem 1755 gezeigt. Und damit kann man schon beachtliche Sachen tun. Also insofern, es war erlaubt, mit dem zu arbeiten, was ihr da habt. Also insofern, alles gut. So, hier zeigt uns Mario nochmal eine Orchidee. Hier sehen wir das auch. Hier sind Teilbereiche schon etwas weißer als weiß. Hier sieht es gut aus. Das dürfte auf dieser Seite sogar noch einen kleinen Tacken heller sein. Deshalb habe ich euch dann ja auch etwas später nochmal eine Aufgabe gegeben, wo ihr bitteschön mit Reflektoren und Diffusoren das Licht nochmal steuern sollt. Damit bekommt ihr nämlich solche großen Helligkeitsunterschiede sehr gut in den Griff und könnt dann dafür sorgen, dass hier im Prinzip beide Fotos, beide Blüten schön durchgezeichnet sind, so wie diese hier, könnte die da auch sein. Wenn wir einfach der hier ein bisschen was von dem Licht von vorne wieder hin reflektieren und dann würden natürlich auch diese Farben hier noch schöner kommen. Ja? Okay. Marion zeigt auch noch einen Tischläufer. Ja, kann man machen. Und die Maike hat was gelernt. Okay, so muss das sein. Sehr schön. Der Elefant ist ja mal klasse. Also da bist du wirklich schön herangegangen. Klasse, was so Schnitzzeugs schon auch noch für Details hat, wenn man einfach nur nah genug hinguckt. Das ist halt auch das Schöne in der Makrofotografie, dass man eben aus diesem großen Ganzen diesen einen kleinen Punkt herausstellen kann und groß zeigen kann und dann halt natürlich viele Details zeigen kann, die schon auch schick sind. Ich hätte an deiner Stelle versucht, Maike, den Elefanten nicht so vor die Wand gucken zu lassen, ihm also ein bisschen mehr Raum zu geben. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass das Elfenbein hier nicht ganz zu sehen ist. Ich hätte einfach die Kamera um 90 Grad gedreht, also ein Hochformat gemacht. Dann hättest du sicherlich hier im Prinzip ein schönes Elefantenporträt machen können, wo er halt auch nicht so vor die Wand schaut. Okay. Wolfgang zeigt uns einen Tonabnehmer von einem Schallplattenspieler. Okay, da hast du aber mal ganz schön an den Kontrasten gedreht. Kann man machen, ne, oder? Sieht doch ganz gut aus. Schön wäre, glaube ich, aber auch, wenn hier so ein bisschen so ein Hauch von so einer glänzenden Schallplatte sich befunden hätte, die da so unten vor sich her dreht. Ja, Alice, ich weiß nicht, ob man das als Low-Key bezeichnen würde. Ich würde sagen nicht. Das ist einfach eine extrem harte grafische Darstellung. Ein Low-Key hat zwar auch kräftige Schatten, die auch schwärzer als schwarz werden dürfen, aber es sollten halt auch größere Teile da sein oder größere Bereiche da sein, die durchaus auch noch Zeichnung haben. Insofern ist das einfach nur ein extrem hartes Foto mit viel, viel, viel Schwarz drumherum. Und das wäre nicht, das ist eigentlich kein Low-Key-Foto, nein. Ja, Wolfgang zeigt nochmal eine schöne, beim Spaziergang gefundene Schraube. Sieht gut aus. Finde ich super. Okay. Die Conny zeigt uns ein Schmuckstück an eine Glasvase gelegt. Okay. Wenn ihr sowas macht, reduziert es nach Möglichkeit, so gut es geht. Mir hätte das persönlich völlig ausgereicht, wenn dieses Stück hier auf so einem schicken Stoff liegt und man nicht noch so ein Element dazu hat. Dazu wäre es natürlich nötig gewesen, direkt von oben drauf zu fotografieren. Und ein guter Tipp ist immer, ja, Werner, eine Hutmutter, alles gut. Ich bekenne, das ist eine Hutmutter. Nicht, dass ich euch was Falsches beibringe. Alles gut. Also, solche Dinge kommen immer sehr gut, wenn ihr die auf so einen Stoff legt und wenn ihr dann im Idealfall noch irgendwas drunter legt, damit so ein Gegenstand über dem Stoffhintergrund schwebt. Und dann könnt ihr nämlich auch noch viel schöner mit Licht arbeiten und so weiter und so fort. So. Die Conny zeigt uns auch noch hier diese, was sind das? Ich glaube, Dahlien heißen die, ne? Finde ich sehr schön.
auch hier würde ich vielleicht auf diesen dunklen Bereich verzichten und den einfach wegschneiden. Marion, Bellis, was immer das ist. Ihr seht, ich bin kein Botaniker. Gefüllte Gänseblümchen, okay. Ja, sehr gut. Die Ursel zeigt uns ein Vorderrad. Sehr gut. Ja, das Ding heißt Trike. Das weiß ich auch mal. Und da ist es in der Gesamtheit. Aber auch das ist doch ein schickes Foto. So kann man das machen, Ursel. Ah, die Conny zeigt es uns nochmal anders. Okay, der Hintergrund ist jetzt sehr, sehr, sehr unruhig. Und ich hätte hier versucht, nochmal mit zwei Papierreflektoren von vorne nochmal etwas Licht hier auf diesen Anhänger zu tun. Ich glaube, das hätte ihm nicht geschadet. Und wenn du dann noch, Conny, ein Tele nimmst, dann hast du nur so einen Ausschnitt und wir haben hier nicht diese überstrahlten Bereiche und da nicht die doofe Wand. Also damit bist du dann im Prinzip weiter weg, kannst aber einen kleineren Ausschnitt nehmen und dann sieht das alles auch, was das Bokeh anbetrifft, nochmal viel besser aus. Hier scheint aber ein Weitwinkel eingesetzt worden zu sein, so wie das hier mit den Kanten aussieht. So, Heike, schöne Apfelbaumaufnahme. Es scheint wirklich ein Hauch hier oben scharf zu sein. Super, das Bokeh im Hintergrund. Das ist jetzt wieder eine Geschmackssache, ob man das als zu dunkel bezeichnet oder nicht. Ich finde ja, im Hintergrund gibt es schon auch eine ganze Menge Licht. Man könnte das, glaube ich, noch ein bisschen heller machen, aber ich glaube, es kann auch mal duster bleiben. Also von daher, ich könnte hier durchaus damit leben, wenn das auch so dunkel bleibt. Ihr seht, in der Kunst ist das immer auch ein bisschen Auslegungssache, ein bisschen Geschmackssache. Dem einen gefällt es so, der andere möchte es anders haben. Insofern können wir da, glaube ich, sehr gut was, also auch eine gewisse Bandbreite gelten lassen, wo das halt schlecht möglich ist bei Landschaftsaufnahmen, wo Wolken zu sehen sind. Wenn die total grau sind, ist das Foto meistens einfach zu dunkel und wirkt dann aber auch in seiner Gesamtheit zu dunkel. Das hier ist ja im Prinzip auch eine ziemlich spezielle Aufnahme, eben weil hier nur so ein Minimalteil gezeigt wird und offensichtlich ist im Hintergrund, steht da irgendetwas, eine Hecke oder was auch immer, was noch nur in Teilbereichen halt ein bisschen Licht durchlässt. Insofern kann man das schön machen. Okay, so, hier sehen wir ein Foto, das ist jetzt auch nicht unbedingt besonders nah dran, aber auch das geht ja, wir haben ja gesagt, wenn es halt nicht anders geht, dann ist das halt so. Und hier finde ich es etwas, ich finde, es ist etwas zu viel drauf. Ich finde hier so diese paar Blüten, die bilden so eine Einheit, und die hätte ich rausgenommen. Ich hätte wirklich, vielleicht auch noch die da, ich hätte hier einen Schnitt gemacht und da auch. Denn hier ist so ein Loch. Da vorne gibt es diese Blüten und dann kommt ein großes grünes Loch und hier vorne sind nochmal ein paar Blüten. Und dieses Loch, das würde ich einfach wegtun. Deshalb würde ich einfach hier einen Schnitt machen, da, und dann ungefähr hier hochgehen. Dann haben wir, glaube ich, einen sehr viel besseren Ausschnitt. Da ist nichts, was wir hier nicht auch schon sehen. Und auch hier unten finden wir nur Dinge, die auch schon im oberen Teil vorhanden sind. So. Und dann hätte ich persönlich da hinten noch dieses braune Ding weggenommen. Dann hätten wir nämlich eine Reduktion auf Blau und Grün und gut ist. Ihr wisst ja, es gibt einen erklärbaren Unterschied zwischen bunt und farbig. Und ich finde immer, farbig ist super, aber wenn es zu bunt wird, wenn da zu viele Farben drin sind, dann ist es häufig zu viel. Es sei denn, das ist euer Thema. So, ein hohler Baumstumpf in Schwarz-Weiß. Den finde ich gut. Kann man so machen, oder? Das Allerinteressanteste findet sich aber eigentlich in diesem Bereich hier, finde ich. Und deshalb hätte ich diesen ganzen Quatsch drumherum weggelassen, hätte das Stück gezeigt. Und fertig aus. Aber wenn du nicht näher dran gekommen bist oder wenn du einfach auch den Rest mit drumherum haben wolltest, dann geht das natürlich. Okay, wo haben wir hier bei dem Foto von Theresia
die Schärfentiefe. Tja, also hier vorne sieht es so ein bisschen aus, als wären diese Ränder hier scharf. Okay, nach hinten werden diese Blätter immer unschärfer. Ich finde, das ist eine ziemlich geile Farbigkeit, dieser lila-gelb-Kontrast. Das ist auch ein Komplementärkontrast. Und die Theresia gibt der Blüte etwas Platz. Die Blüte ist ein Hauch groß, deshalb guckt die Blüte hier unten etwas vor den Rand. Da wäre es schön, 1 Zentimeter mehr Platz zu haben. Aber generell ist es gut, schon mal ihr hier den Platz auf dieser Seite zu geben und nicht etwa auf der anderen Seite. Hier hätte ich 1 Zentimeter weggenommen, den hätte ich da dran gestrickt, damit das nicht so eng ist. Und vielleicht hättest du noch mal den Dreck da wegmachen können. Zu diesem Zweck haben engagierte Makrofotografen immer so einen kleinen Pinsel dabei. Und mit dem können sie dann solche Pollen oder alte Reste von Spinnenweben oder irgendwelche Dinge, die da drauf liegen, einfach kurz weg pinseln. Und dann müssen wir solche Sachen hinterher nicht in der Bildbehaltung wegmachen. Vorausgesetzt, es stört dich. Theresia, am Ende kann man immer sagen, das sollte so. Und wenn das für dich okay ist, dass das da drauf ist, dann kann ich da gut mit leben. Okay, die Ursula zeigt uns, ja, nochmal Orchideen vorm Himmel. Okay, ja, eine kleine Schere, um störende Pflanzenteile wegzuschneiden, ist auch eine gute Sache. Okay, Ursula, hier hätte ich mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr mit drauf ist. Oder was ich auch geil gefunden hätte, wäre, wenn du hier einen Schnitt machst. Dann haben wir nämlich so ein fast surreales Bild von diesem gebogenen Blatt und von dieser Blüte, die irgendwie in der Luft zu schweben scheint. Und dann noch so eine Knospe darunter. Das hätte ich, glaube ich, auch gut gefunden. Und auch hier würde ich sagen, ist das Foto ein Hauch zu dunkel, weil die Wolken da hinten relativ dunkel kommen. Auch hier, die Blütenränder sind eigentlich grau und nicht richtig weiß. Deshalb würde ich sagen, einfach mal 20% heller. Dann wirkt dieses Foto sehr viel knackiger. Und es scheint auch einen kleinen Grünstich zu haben. Hier der Himmel wird ganz schön blaugrün und auch die Wolken gehen in diese Richtung. Deshalb hätte ich da noch mal ein bisschen das Grün rausgenommen. So, das ist auch ein tolles Bild, Ursel. Aber hier ist auch eigentlich der Anschnitt ein bisschen enge. Ansonsten auch super hier mit dem blauen Himmel. Der Anschnitt geht voll klar, aber hier hätte ich mir einen halben Zentimeter wenigstens mehr Platz gewünscht. Man sieht es hier ganz gut, das funktioniert schon. Aber das ist leider ein bisschen enge. Ansonsten aber ein Top-Bild. Also da kann man nicht dran meckern. So. Das Blatt hat auf Theresia gewartet, finde ich super. Gerade natürlich hier auch diese Wassertropfen, die so schön scharf sind. Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Loch brauche. Und deshalb, und auch diesen Hintergrund. Und deshalb wäre ich wahrscheinlich hergegangen und hätte hier einen Schnitt gemacht. Vielleicht ein bisschen schräg sogar, damit wir hier so ein bisschen dran vorbeikommen und den noch mit drauf bekommen. Aber ansonsten hier in diesem Bereich finde ich das ganz stark. Also super. So, die Engeline zeigt uns ein Foto und ich suche die Schärfentiefe, aber ich finde sie nicht wirklich. Da warst du wahrscheinlich ein bisschen sehr nah dran. Kann man auch mal machen. Also es gibt ja immer verschiedenste Anwendungszwecke für Fotos. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn du einen Kalender machst mit lauter solchen geometrisch gemusterten Ausschnitten von Blüten, die aber alle so ein bisschen unscharf sind, kann ich mir gut vorstellen. Also es muss nicht immer alles scharf sein. Also insofern finde ich das durchaus nicht uninteressant. Ich würde es ein bisschen aufhellen. So, ein Schaltstift für eine Mutteruhr. Okay, wenn du das sagst. Mit vorgeklebter Lupe und 7-fach Vergrößerung. Okay, ja, ihr bastelt aber immer. Das ist aber schön. Beleuchtung Taschenlampe. Jörg, was wir hier relativ gut sehen, wenn du da in Anführungsstrichen eine normale Lupe davor gehalten hast oder sie einfach davor, wirklich davor geklebt haben
solltest, dann sehen wir jetzt, dass das Foto zwar relativ gut diese Schraube etwas größer zeigt. Was wir aber auch sehen, ist, dass hier so eine Art seltsamer Unschärfe mit reinkommt. Es ist irgendwie scharf, aber es ist auch irgendwie unscharf. Und das liegt ganz einfach daran, dass solche normalen Lupen im Gegensatz zu unseren Objektiven relativ schlechte optische Geräte sind. Ja? Die müssen im Prinzip nur vergrößern, und wenn du da an deiner Uhr rumschraubst, ist das, glaube ich, nicht so wild, wenn das Bild für dich gerade in den Randbereichen etwas unschärfer wird. Das sieht man nämlich hier ganz gut in den Randbereichen. Da ist dieser Unschärfe-Effekt besonders stark da. Das stört dich nicht, solange du hier, wo du schraubst, genau scharf siehst. Aber im Foto festgehalten sind natürlich dann diese zum Teil chromatischen Aberrationen und was da alles für Dinge auftreten, dann halt doch etwas stark sichtbar und werden dann ja auch im Foto für die Zukunft komplett festgehalten. Und deshalb sind natürlich speziellere Gerätschaften wie Zwischenringe oder wirkliche Vorsatzachromaten eine sehr viel bessere Wahl als eine Lupe. Aber Hut ab fürs Improvisieren. Wenn du gerade nichts anderes hast und man ansonsten nur ein Suchbild hätte, wo da ganz, ganz hinten irgendwo diese kleine Lupe zu sehen ist, dann kann man das natürlich mal machen. Okay, so, das scheint ein Besen oder sowas zu sein, ne? Finde ich super. Sieht fast aus wie Igelborsten, also zumindest so oberflächlich betrachtet. So, hier hätte ich ein Hochformat gemacht und hier einen Cut gemacht, damit das Blaue einfach weg ist. Ne, das hier, also wir haben ja wirklich hier so eine Zusammenballung von immer wieder den gleichen Dingen, die da so rausgucken. Und wenn du das also wirklich reduzieren kannst und keine anderen Elemente zeigst, sieht das häufig sehr gut aus. Okay, so, hier hat der Robert relativ spät fotografiert. Das Foto sollte aufgehellt sein. Ich könnte auch auf den dunklen Bereich da oben verzichten. So dunkle Bereiche oben drücken immer sehr stark. Also vielleicht noch ein bisschen eine schräg gedrehte Kamera, dann könnte der Ausschnitt ungefähr so verlaufen. Das wäre doch auch ganz schön. Die Alette schickt uns aus Belgien ein Stiefmütterchen. Das ist ja mal ein geiles Bild, oder? Finde ich super. Ich frage mich, ob es noch besser wird, wenn wir vielleicht diesen linken Teil weglassen. Hier ist das noch so schön mit dem Gras, deshalb würde ich das weglassen. Ich würde auch oben diese Fläche etwas reduzieren, vielleicht auf die Hälfte. Dann haben wir immer noch diesen rosa Verlauf und hier das Blaue. Und ich würde vielleicht versuchen, hier diesen Pin auch noch mal weg zu machen. Also hier auch noch etwas. Das heißt, ein bisschen knapper. Und ich glaube, dann wäre das ein, also es ist so schon geil, Alette, aber dann wäre es ein absolutes Spitzenbild. Finde ich super. Vielleicht noch eine kleine Aufhellung für die Schatten, aber dann geht das richtig super durch. Okay, so, die Silvia. Ja, da scheint irgendwo hier oben was scharf zu sein und nicht ganz da. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ihr steht, schwankt ihr relativ stark und da ist dann wirklich durch das Auslösen zusammen mit dieser Schwankerei kann das wirklich sehr, sehr schnell daneben liegen. Es ist ja nur ein Hauch daneben, aber hier ist leider diese Knospe zumindest nicht ganz scharf, auch wenn das ansonsten hier mit diesem gedrehten Zweig natürlich eine schöne Sache ist. So, und man könnte auch das jetzt nochmal optimieren, wenn die jetzt scharf wäre und oben ein Stück wegschneiden, unten ein Stück weglassen, dass man nur diesen Bereich mehr oder weniger hat. Okay, der Werner zeigt uns Stängel von Moos. Sehr geil, oder? Das sieht auch so ein kleines bisschen aus wie zum Sonnenuntergang gemacht. Zumindest was die Farbigkeit anbetrifft. Ich kann mich auch total täuschen, aber ich finde das super. Klasse Sache. Von Anna kommt eine viel zu dunkle Aufnahme. Wir sehen hier weiße oder vielleicht rosafarbene Blüten, die aber wirklich sehr dunkel sind.
Da solltest du deutlich aufhellen, also das kann kräftig aufgehellt werden. So, die Brigitte war fleißig und hat uns hier dieses Foto geschickt. Ich finde, auch hier wäre eine Reduktion auf diesen Bereich hier ganz schön gewesen. Ich hätte einfach ein Hochformat rausgemacht. Hier, das kann weg und das da auch. Und dann wäre, glaube ich, ein sehr schönes Foto dabei rausgekommen. So ist es aber auch nicht schlecht. So, Werner sagt, das Moos war tatsächlich bei Sonnenuntergang. Sehr gut, also tolles Bild. Sehr gut. So, Regina zeigt uns rostige Liebe. Ja, so muss das. Finde ich schön. Vielleicht hättest du hier auch noch mal mehr von rechts fotografieren können. Dann hättest du über dieses Ding auf das da hin fotografiert und müsstest nicht so viel Holz mit drauf haben. Aber das ist nur ein Vorschlag. Man könnte natürlich auch hier einen Cut machen und den Teil einfach wegschneiden. Vielleicht ging es dir aber auch nicht nur um Rost, sondern auch noch um Rost auf Holz. Dann kann man das natürlich auch machen. So. Das kann man machen, oder? Aber es ist auch wieder ein wunderbares Beispiel, Nicole, dass weiße Bereiche in der Unschärfe extrem die Aufmerksamkeit auf sich lenken, oder? Also da geht der Blick schon wirklich sehr, sehr schnell hin. So, die Carla zeigt uns eine Tulpe und ich hätte den rechten Teil weggelassen. Vielleicht kannst du hier einen Schnitt machen und dann hast du eine schöne Hochformataufnahme und hier, das kannst du gerne weglassen, das ist überflüssig. Das würde ich einfach ja, weglassen. Ihr müsst beim Fotografieren immer reichlich an Sex denken. Ihr wisst, Sex ist die Abkürzung für zwei englische Wörter, Simplification und Exclusion, Sex halt, ne? Und das heißt, vereinfachen und ausschließen aller unerwünschten Elemente führt zum Ziel. Und ich finde, den rechten Teil brauchen wir nicht. Von Andrea kommt eine Muschel mit der Digicam, also wahrscheinlich so eine kleine kompakte, ne? Okay, sieht fast aus wie eine Schweinenase. Guck mal. Okay, auch das dürfte gerne etwas heller sein. Da würde ich deutlich aufhellen. Das tut Not. So, die Uta hat auch Sukkulenten fotografiert und das ist doch mal geil, oder? Finde ich. Also ich finde das super. Das ist mit Zwischenringen und Bohnensack fotografiert. Wunderbar. Ihr wisst ja, der Bohnensack ersetzt ein Stativ und vor allen Dingen ist der Bohnensack ja auch relativ flach, sodass ihr damit sehr weit unten fotografieren könnt. Da geht manchmal viel mehr als mit vielen Stativen. Ja, wer das nicht weiß, ein Bohnensack ist tatsächlich ein Stoffbeutel gefüllt mit getrockneten Bohnen, die man halt vor eine Pflanze legen kann. Und dann drückt man in diese trockenen Bohnen die Kamera schön rein und dann dann halten die Bohnen praktisch wie so ein Kissen diese Kamera da, wo ihr sie hingedrückt habt. Wenn man halt eben sehr weit unten fotografieren möchte, kann man das tun. Ich finde das sehr geil, auch wie hier hinten dieses Bouquet mit diesen Regenbogenfarben rauskommt. Ute, ganz großes Tennis. So, und da sehen wir jetzt natürlich auch, dass das Bessere des Feind des Guten ist. Und wenn ich das Foto gesehen habe, Ute, dann brauche ich das nicht mehr, oder? Ich finde, das ist über. Und wenn, dann würde ich hier einen Schnitt machen. Und den Teil weglassen. Aber wir haben hier wieder dieses Problem, dass jede Blüte auch so eine Richtung hat, in die sie guckt. Und ich finde, auch diese Pflanze hier hat eine ganz eindeutige Richtung in die Ecke. Und im Prinzip gucken dann diese Blätter sehr in die Ecke, wodurch ihr Blick im Prinzip eingeschränkt wird. Und das hätte ich einfach... Ich hätte mir einfach gewünscht, dass hier rechts der Teil weg ist und ich den hier links dran habe, damit ich mehr Platz habe für die Blüte, die dann in diese Richtung hineinguckt. So, und hier haben wir noch eine Pfirsichbaumblüte. Da finde ich es schade, dass das hier oben so angeschnitten ist. Da hätte ich dann lieber auf ein bisschen Rosa verzichtet, das ja im Prinzip so eine Art Untergrund bildet. Und dann können da oben diese spraddeligen
Blütenstempel da so obendrauf sich befinden. Das hätte ich, glaube ich, ganz schön gefunden. Und Ute, es scheint so, als hättest du Dreck auf deinem Sensor. Vielleicht könntest du da mal nachschauen. Hier sieht es so aus, auch da. Und da habe ich den Eindruck, als würde ich da Sensordreck erkennen. Falls du da mal den Test suchst, mit dem man das dann mal testen kann, ich habe den in meinem Blog, musst du einfach mal nach Sensordreck suchen, dann findest du das. Ach, die Katja, die sucht das schon raus. Sehr schön. Okay, ein olles Schloss. Sehr gut. Wunderbar, so kann man das machen. Es sieht ein bisschen schräg aus. Ich würde es vielleicht noch etwas gerade richten. Das kann nie schaden. Okay, und von Brigitte kommt eine andere Blume, was immer das wieder ist. Mir scheint es so, Brigitte, als hättest du da im Hintergrund so ein buntes Dingen liegen. Und ich finde, das zieht auch die Aufmerksamkeit ganz schön stark auf sich. Und das hättest du vielleicht wegnehmen können. Und dann wäre das, glaube ich, ein sehr schönes Foto gewesen. Man hat dann so dieses helle Grün und so einen dunklen Hintergrund, der so grau-schwarz ist. Das hätte hier, glaube ich, sehr gut ausgesehen, wenn einfach dieses bunte Ding, wenn es möglich gewesen wäre, weg gewesen wäre. Aber ansonsten auch schön, wie hier wieder diese Haare rauskommen. Sehr gut. Okay. Alice zeigt uns eine Uhr. Okay, was für eine Uhrzeit haben wir? 9:30. Sehr gut. Wusstet ihr übrigens, ihr müsst da mal drauf achten, wenn ihr mal Fotos von Uhren seht, es gibt da immer so Standard-Uhrzeiten. 10 Minuten nach 10 und 25 Sekunden. Dann sind wirklich alle Zeiger in so einer schönen, ausgewogenen Position. Und das wird ganz, ganz häufig gemacht. Müsst ihr mal darauf achten. Das ist der Hammer, wie häufig dann um 10 nach 10 fotografiert wird mit 25 Sekunden. Also sehr schön. Das kann man auch so machen. Eine Kristallnähmaschine, was es alles gibt. Okay, das scheint auch. Ja, Paula, ich sag ja, Videos sind ja genau das Gleiche wie Fotos, nur halt mit etwas mehr Zeit und Bewegung. Insofern, das findet ihr immer wieder. Okay, ja, hier scheint auch irgendwo wenig Schärfentiefe zu sein, aber die sitzt eher hier hinten und gar nicht da vorne. Okay, ja gut, da steht auch ein bisschen schräg, das Ding. Es dürfte heller sein, finde ich. So, Elke zeigt uns ein ziemlich geiles Schneckenhaus. So, jetzt wieder diese Frage, wann ist etwas zu hell? Also die meisten dieser beleuchteten Bereiche haben ja noch die Zeichnung, die sie brauchen. Auch hier noch so ein Hauch, nur hier gibt es eine kleine Stelle und da oben kommt etwas weg. Weil aber von da oben das Licht kommt, also sie hat das im Gegenlicht fotografiert, gibt es immer auch Spiegelungen, wo sich die Lichtquelle spiegelt. Und solche kleinen Bereiche dürfen sogar weißer als weiß sein. Diese Bereiche sollten niemals zu groß sein. Die sollten nie das ganze Bild einnehmen. Das heißt also auch jetzt für all jene, die schon an der Aufgabe High Key arbeiten, ich möchte keine Fotos sehen, wo alles irgendwie brutal weiß gebrutzelt wird. Ne? Das kann jeder. Es geht darum, das genau so abzustimmen, dass ihr auch in den Weißtönen viel Zeichnung habt, aber auch nicht zu viel. Es muss ja weiß sein und darf nicht grau aussehen. Ja, so ist das. Also ich finde das Foto ansonsten echt schick. So kann man das machen. Man könnte es vielleicht noch direkter, noch knackiger hinkriegen, wenn du hier einen Cut machst und den Teil weglässt, Elke. Dann haben wir genug Schneckenhaus und hier ist nichts, was uns noch irgendwo weiterbringt. Tja, das hier ist ein sogenanntes Mid-Key-Foto. Keine Panik, ihr kriegt das nicht noch als dritte Aufgabe. Mid-Key, ihr ahnt es schon, das sind mittlere Töne. Und ich finde, das ist dir sehr gut gelungen. Also wir haben nur wenige etwas hellere Töne. Wir haben ganz viel grau und mittlere Töne und ganz wenige dunkle. Auch hier würde ich nochmal rechts etwas wegschneiden, um den Anteil der dunklen Töne für so ein Mid-Key-Foto zu reduzieren. Das Bokeh da hinten ist geil, aber diesen Grashalm, den hätte ich weggenommen. Der steht ja da im Prinzip die ganze Zeit vor diesem
super schönen spiralförmigen Element von diesem Schneckenhausbild. Das finde ich, wäre das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Okay, Sigrid schickt uns ein Ohrring und ein schönes Selbstporträt fast. Wäre auch eine Möglichkeit für ein Selbstporträt, falls also noch jemand an der Arbeit knackt. Das hätte ich mir vorstellen können. Kamera irgendwie so hinstellen, dass die Position steht und dann neben die Kamera einfach mal das Gesicht vorne. Gibt zwar eine dicke Gurkennase bei so einer Kugel, aber kann man ja auch mal machen. Ne? Man muss sich ja nicht zu ernst nehmen. Cindy zeigt uns, tja, Cindy, ist das ein Griffbrett von einer Gitarre? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich kaum Schärfentiefe ausmachen, aber Cindy, was ich sehr gut ausmachen kann, ist Sensordreck, nämlich da. Da könntest du vielleicht mal gucken, ob du da etwas findest. Und weil diese Fläche so nichtssagend ist, würde ich auch da versuchen, diese zu reduzieren. Kommt aber ein bisschen darauf an, was das hier darstellen soll. Da kann ich ehrlich gesagt nichts mit anfangen. So, Pulsatilla gibt es auch in lila. Okay, wieder was dazugelernt. Also das Foto ist einfach ein bisschen sehr dunkel, aber es scheint hier im Zentrum scharf zu sein. Und hier seht ihr auch wieder sehr gut, dass dieses weiße Teil hier relativ viel Aufmerksamkeit auf sich nimmt. Das würde ich wegschneiden. Ne? Hier links von dieser Kante haben wir nichts, was wir da nicht auch noch haben. Und dann aber mal deutlich aufgehellt. Irgendwelche Fragen bis hierhin, dann haut sie raus. So, Petra, guck mal, jetzt hat der Typ doch schon noch so eine Pickelhaube auf und der hat ja auch einen Kopf, der größer ist, als er breit ist, also höher, als er breit ist. Und von daher würde ich solche Sachen immer im Hochformat fotografieren. Guck mal, die Hälfte des Bildes verschenkst du einfach. Stattdessen hättest du wahrscheinlich die halbe Figur abbilden können, auch mit dieser Lanze noch dabei, mit ein bisschen mehr Uniform, anstatt hier einfach eine graue Fläche zu zeigen. So, ja, Engeline, was soll ich sagen? Deshalb gebe ich euch ja Aufgaben, die euch Dinge machen lassen, die ihr sonst nicht macht. Aber ihr wollt ja was dazulernen. Also von daher ist es immer eine ganz gute Sache, einfach mal Dinge abzuschalten, um zu versuchen, kann ich es vielleicht auch ohne? Oder auf der anderen Seite sich endlich mal mehr darüber zu freuen, dass heutzutage sowas wie Autofokus existiert, der uns ja natürlich viel Arbeit abnimmt. Ne? Okay, hier sehen wir Reste von Kakao und Zucker in einer Tasse. Okay, ist ganz schön duster. Ich könnte mir das heller vorstellen, so ein bisschen. So, die Silke zeigt uns ein Blümchen mit, ich würde mal tippen, aufgesprühten Wassertröpfchen und einem ziemlich geilen Bouquet. Das kann man so machen, oder? Wieder haben wir hier eine ganz reduzierte Farbigkeit. Weiß- und Grautöne, ein Hauch Grün, ein Hauch Rot und schon sieht das einfach geil farbig aus. Also ich finde da jetzt nicht wirklich viel dran zu meckern. Vielleicht nochmal etwas zur Form des Bouquets. Hier sehen wir, dass das Bouquet so ein bisschen eckig ist. Das passiert immer dann, wenn hier Lichtreflexe im Hintergrund dafür sorgen, dass sie da hinten einen Fleck machen, aber weil dieser helle Fleck im Unscharfen liegt, hat der Fleck dann die Form der Blendenöffnung. So, und heutzutage gehen viele Hersteller her und versuchen, diese Blendenöffnung möglichst rund zu machen. Offensichtlich hat dieses Objektiv doch noch eine eckige Blende, was aber jetzt auch, finde ich, nicht unbedingt störend ist, wenn man so ein Foto abliefert, oder? Die Ursel fragt, was ist Körperfokus? Das ist das, was ich in dieser Aufgabe ja gesagt habe. Ihr sollt auf die geringste Entfernung stellen und dann mit dem Körper fokussieren, also durch das nah ran und weiter weg, dadurch wird fokussiert,
Die Silke ist aber auch schon gefühlt seit, weiß ich nicht, 8 Jahren, hat sie, glaube ich, vor 8 Jahren hat sie bei mir einen Fotokurs gemacht. Da sollte das auch wohl mit dem Daifi zugehen, wenn sie da nicht mittlerweile mal sowas gelernt hat und auch schöne Fotos macht. So, Sabine zeigt uns auch ein Foto mit ganz viel drumrum. Also ich finde natürlich hier diese unscharfen Bereiche eigentlich ganz schick, aber ich hätte das doch deutlich reduziert, vielleicht hier unten einen Schnitt gemacht und da auch nochmal. Und dann haben wir doch viel prägnanter das im Bild, was wir auch üblicherweise sehen wollen. Ja, Ursel, das war ja auch die Aufgabe. Deshalb ist das auch gut, dass du das mit dem Körperfokus machst. Soll ich was sagen? Ich habe das auch noch nie gehört, den Begriff. Habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gelesen, aber ist ja klar, ne? Mit dem Körper fokussieren. So, Brigitte zeigt uns ein Mitbringsel aus Marokko mit Blende auf, mit einer 125. Ja, sieht scharf aus. So kann man das machen. Auch eine schöne dynamische Bildaufteilung, dass die halt nicht so genau platsch in der Mitte steht. Ich finde, diesen Bereich könnte man einkürzen. Da kann man locker mal die Hälfte von wegnehmen und gut ist's. So, Martin, Kirschblüte bei Wind. Okay, das ist trotzdem akzeptabel scharf. Ich will es ja gar nicht sagen, aber ich hätte es ein bisschen heller gemacht. Ansonsten, die Bildaufteilung ist klasse. Die Ursel fragt sich, wie wurde die Kirschblüte so lila? Gibt es die nicht auch in rosa? Und wenn das so wäre, wenn die leicht rosa wäre, könnte ich mir vorstellen, die Kirschblüte liegt im Schatten. Da fällt also kein direktes Licht drauf. Das sehen wir ja hier. Und jetzt musst du dir einfach vorstellen, Ursel, wo bekommt jetzt die Kirschblüte ihr Licht her, wenn sie im Schatten liegt? Ganz einfach. Die Sonne strahlt gegen den blauen Himmel und der reflektiert blaues Licht in den Schatten hinein. Und okay, jetzt hat der Martin gerade geantwortet, das ist eine Blutkirsche, die ist so von der Farbigkeit und ich glaube, dass dann einfach auch noch ein Hauch blaues Licht vom Himmel mit dazu kommt und dann wissen wir jetzt, woher das kommt. Martin, sag noch mal eben kurz, was Blutkirsche heißt, sie ist eher rosa oder ist sie so lila? Dass sie rosa ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber dass sie lila wird, wird dann wahrscheinlich dann doch am Himmelsblau liegen. Also doch eher ein rosa. Also habe ich mit meinem blauen Himmel doch nicht unrecht. Ich finde, das kann man so machen. Warum bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass hier ein Farbstich diese Blüte so lila gemacht hat? Weil ich natürlich weiß, wie das Bouquet von Grünzeug aussieht. Und das sieht eigentlich ziemlich geil aus. Also das sieht so aus, wie es aussehen soll. Und deshalb bin ich jetzt direkt darauf gekommen, dass da die Blüte wahrscheinlich schon direkt etwas rosa ist. So, und hier sehen wir das nochmal, Ursel. Da sehen wir diese rosa Blüten, jetzt von hinten durchleuchtet. Das dürfte hier in den hellen Bereichen nochmal ein Hauch heller sein. Martin, ich finde, dass das zu grau kommt. Es darf so gerade eben nicht wegbrechen. Es darf nicht weißer als weiß sein. Die Details müssen noch zu sehen sein. So hell würde ich das machen. Und dann ist es wieder Geschmackssache. Du kannst es dann so dunkel, so kontrastreich lassen. Oder du ziehst die Schatten kräftig hoch, damit du dann am Ende so ein ganz helles, luftig leicht dahinschmelzendes Nichts von Blütenblättern hast. Ja? Also da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Das ist immer auch sehr viel Geschmackssache. Insofern würde ich da zusehen, dass du da vielleicht in der Bildbearbeitung noch mal ein bisschen rumspielst. Das kann bei so einem schicken Blütenbild hier nicht schaden. Oh, die habe ich doppelt freigegeben, warum auch immer. So, Martin zeigt uns noch ein paar alte Schlüssel, auch schön geworden. Ich glaube, dass wenn du hier den Rotstich rausnehmen würdest, würde das dieses
Oder ist es? Ich glaube, es ist ein Hauch rot. Aber dann würde natürlich die Bank unten ganz schön grün werden. Hast du über den Winter irgendwie und noch keinen Frühjahrsputz gemacht im Garten? Martin, Martin. Okay. So, ein Minimal Makro mit Mini-Auto. Okay. Ein Maximal-Makro von Minimal-Auto. Also, ich finde, er ist nicht ganz scharf, der Scheinwerfer, aber du hast es natürlich hier auf den Kotflügel abgesehen, okay? Sag mal ja, Werner. Okay. Pilze und Flechte auf einem Zweig. Ja, sehr schön. Finde ich gut, oder? Ich finde, vielleicht könnten wir hier einen Schnitt machen, damit es noch mehr um das hier geht. Und dann ist das Foto relativ kühl. Kann man lassen, ist wahrscheinlich auch eine relativ realistische Wiedergabe. Aber damit es einfach ein bisschen schöner wird, könnte man dann einen Hauch mehr Gelb reindrehen und dadurch dieses etwas Kühle so ein bisschen zurückdrängen. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen Geschmackssache. Ja, und was soll überhaupt so Moose und Flechten und so weiter anbetrifft, die sind einfach super dankbar für diese Aufgabe, dieses Körperfokus nutzen. Das ist wirklich eine schöne Sache und ihr seht, man kann da geile Sachen mitmachen. Ich finde das gut. Ja, und solche Baumaugen sind natürlich immer klasse. Also auch schön, dass du das nicht so ganz in die Mitte gesetzt hast, sondern so ein bisschen rausgesetzt. Sehr gut. Okay, hier sieht es fast aus, als würde da Licht von links kommen und von rechts auch noch was aufgehellt werden. Sieht fast so aus, als würde hier ein starker Reflektor stehen oder so. Aber wenn du das gemacht hast, ist gut. Wenn es nicht, dann ist es trotzdem gut. Ich könnte mir vorstellen, dass hier nochmal 10-15% mehr Kontrast sehr gut helfen würde und dann eine leichte Vignette, die dann den Blick mehr in die Mitte lenkt. Das wäre, glaube ich, auch sehr schön gewesen. Ja, Anne, manchmal sieht es einfach so aus, ne? So, Greta zeigt uns ein Pflänzchen da unten irgendwo. Sehr schön. Hat so eine Farbigkeit, da sieht fast so ein bisschen aus wie von Instagram, so ein Filter drüber getüdelt. Aber so geht das. Kniend und extrem gebeugt, okay. Ja, wie gesagt, dieses Freistehen, selbst im Knien, dann so runterbeugen, man schwankt da relativ stark und es wackelt dann relativ stark hin und her. Von daher ist es immer gut, wenn man sich da wenigstens auf so ein Knie so aufbeugen kann. Okay, so, Helga zeigt uns ein schönes Foto mit ganz viel Spinnwebenresten. Und da, also meine Empfehlung ist, sowas mache ich weg. Das ist jetzt kein vollständiges Spinnweben mehr, wie man das so schön kennt mit allem drum und dran, sondern das hier sind ja eigentlich jetzt nur noch Reste und die könnte man tatsächlich einfach mal wegmachen, finde ich. Und dann finde ich es auch schade, dass du nicht noch einen Hauch weiter nach links gegangen bist, weil dann würdest du eher von hier fotografieren und dann hättest du dieses wunderbare Bouquet im Hintergrund. Weil das alles so stark durchleuchtet wird, würden diese Blätter immer noch gut kommen. Und das hält sich ja auch so ein bisschen zurück von der Helligkeit. Aber das hätte, glaube ich, noch gut ausgesehen. Okay. Was immer das ist, Petra. Ich finde es cool, aber ich glaube, du könntest den Ausschnitt noch ein bisschen kleiner machen. Vielleicht sowas hier. Das würde, glaube ich, auch gut aussehen. Okay, Himbeeren vom Frühstück übrig, Blende 2,8, also relativ wenig Schärfentiefe. Und dann ist es klar, dann musst du dich entscheiden. Und Silvi hat hier schön auf die mittlere Himbeere scharf gestellt. Wunderbar, diese Spiegelung hier unten. Klasse Sache. So kann man das machen. Okay, ein Glücksschwein da von Kurt oder irgendwie sowas. Okay, wo ist das Schaf? Der Hintern. Und die leicht verdeckte Schnauze. Kann das sein? Ich kann das schlecht zuordnen. Aber irgendwo scheint was scharf zu sein. Und hier haben wir aber eine leicht verwackelte Aufnahme. Also hier sehe ich tatsächlich gar nichts. Es scheint mit einer etwas langen Belichtungszeit gemacht worden zu sein.
da scheint nichts so richtig scharf. Obwohl natürlich hier die Flächenaufteilung, die Farbigkeit, das ist alles geil, aber ein Hauch mehr Schärfe wäre perfekt gewesen. So, hier hat der Kurt aufs Herz scharf gestellt, nicht aufs Gesicht. Kann man machen. Als People-Fotograf würde ich natürlich immer sagen, das Gesicht muss scharf. Aber ansonsten ganz nett, scheint mit dem Blitz ausgeleuchtet zu sein. Ganz gut zu erkennen hier an diesen Spiegelungen und an dem harten Schatten. Und auch hier ist er nochmal zu sehen. Okay, Silvi, der Stamm einer Palme. Schönes Detail. Sehr gut. Eine Kokosnusshälfte. Ja, okay. Die ist ja noch relativ groß. Ach, Nicole, geil. Wunderbar. Eine schöne Schnecke. Und wie es aussieht, ja, Kinders, jetzt haltet euch mal fest. Ob Zufall oder bewusst gestaltet, das hier ist mal ganz großes Tennis. Denn nicht nur der Kopf und dieser Fühler hier sind scharf, sondern gleichzeitig auch noch der Schatten. Das heißt, der Schatten liegt in genau der gleichen Entfernung wie diese beiden Elemente, die hier gerade auch scharf sind. Der wird ja unscharf, aber der ist scharf. Und genau da ist es auch hier scharf im Schatten. Das ist nochmal ganz großes Tennis, oder? Also, Nicole, Respekt. So, und der Rest von dem Foto kann ich auch gut mitleben. Das ist ja mal eine Spitzenaufnahme. Sehr geil. Okay. Ja, die sind auch ganz schick. Da hast du auch eine leichte Vignette draufgelegt, damit halt der Blick mehr hier bleibt. Da führt uns auch die Schärftiefe hin. Wir sehen auch chinesische Schriftzeichen. Keine Bange, kommt kein Corona auf uns zu. Warum die zusammengebunden sind, verstehe ich nicht, aber es wird irgendeine Bewandtnis haben. Sehr gut. Okay. Und hier nochmal Glasmurmel und Dekogold. Ja, hier ist die Kugel nicht vorne scharf, sondern etwas weiter hinten. Man erkennt es ganz gut auch daran, dass hier die etwas weiter hinten liegenden Goldklumpen scharf werden. Das kann man machen. Wahrscheinlich hättest du auch hier noch ein bisschen mehr Schärfentiefe nehmen können, damit einfach etwas mehr von der Kugel scharf hätte werden können. So, und was ich aber hier auf jeden Fall gemacht hätte, Nicole, guck mal, da ist irgendwie ein blondes Haar hineingeraten oder irgendetwas. Das hätte ich weggenommen. Ja, so ist es. So, die Ingrid zeigt uns, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber es sieht irgendwie interessant aus. Auch geil, wie hier diese, was ist das, Blätter? Buchblätter? Wie die so ein bisschen auseinanderstreben. So, die hier gehen nach links, die gehen etwas nach rechts und so. Das Ganze wird noch unterstützt durch diese Spitzen hier. Sehr geil. Finde ich gut. Und wie das dann so nach hinten unscharf wird, sehr schick. Okay. Der Hans-Peter zeigt uns, ja, eine Birne. Ich finde, der untere Teil ist über. Da könntest du locker mal hier so einen Schnitt machen. Das hätte, glaube ich, ganz gut ausgesehen und würde einfach das Foto so ein bisschen prägnanter und knackiger und kompakter machen. Sehr gut. Ja, bei Wind ist das immer ein bisschen schwierig. Grünkohlpflanze, die den Winter überlebt hat. Ja, finde ich schön. Scheint auch so ganz, ganz minimal scharf zu sein an einigen Stellen. Finde ich gut. Ich würde hier den rechten Teil noch vielleicht wegschneiden und den linken auch etwas. Dann hast du ein wunderbares Quadrat, in dem dann so einige Teile scharf sind. So, Sonja zeigt uns Kugeln. Ja, hier seht ihr das zum Beispiel sehr gut. Reflexionen der Lichtquelle, die können wir häufig gar nicht, also gerade auf so glänzenden Licht, auf so glänzenden Oberflächen, können wir es gar nicht vermeiden, dass da Spiegelungen drin sind, natürlich des Zimmers, in dem wir uns befinden, aber auch eine Spiegelung der Lichtquelle. Da kriegen wir niemals wirklich etwas rein, wenn wir solche spiegelnden Oberflächen haben.
Deshalb war ja auch zum Beispiel die Abschlussaufgabe damals im Studium in der Fototechnik. Nach dem ersten Semester mussten wir fotografieren Glas und nach dem zweiten Semester mussten wir Chrom fotografieren. Heilandszeit haben wir alle geschwitzt. Das war echt ganz schön schwierig. Aber für irgendwas macht man das ja. Okay, Paula bleibt ihrem geliebten Fenster treu und zeigt mal hier eine schöne Spiegelung von ihrem Fenster. Sehr geil, Paula. So muss das. Ja, finde ich schön. Okay, und da wir das Thema Objektive natürlich alle irgendwie auf dem Plan haben, ist das natürlich super. Okay, hier hast du dieses klitzekleine Ding scharf gemacht, im Gegensatz zu den großen, die im Hintergrund sind. Auch eine geile Bildkomposition, Paula. Super Bildaufteilung, Belichtung passt. Alles super. Und einfach mit ganz viel Augenzwinkern, Paula. Ne? Der kleine scharf, die großen unscharf, finde ich super. Sehr geil. So, Renate, mach gut. Und dann macht die Paula ein Foto von, ja, ich weiß es nicht, was das sein soll. Paula, ich weiß es nicht. Man kann auch mal düstere Aufnahmen machen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz anständiges Low-Key-Foto. Es muss ja nicht schwarz sein, es kann auch braun und dunkel sein. Wir haben hier wirklich ganz wenig helle Teile hier, so ganz minimale Kleinigkeiten, die halt hell kommen. Der Rest ist wirklich sehr duster und das würde auch ein schönes Low-Key-Foto machen. Und es ist die Verbindung zwischen Saxophontrichter und dem Rest. Okay. Wenn du es sagst, ich finde es geil. So, Ludwig zeigt uns nochmal eine Pflaumenblüte, Blütenknospe. Das kann man so machen, finde ich. Ich glaube, es wäre auch schön gewesen, nur diese hier zu zeigen, und zwar ungefähr in so einem Ausschnitt. Aber dann müsste man hier nochmal so einen Rest von der wegmachen. Aber so geht es auch, um Gottes Willen. Sehr gut. Okay, meine Lieben, das war's. Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr noch Fragen? Kann ich euch noch irgendwas erzählen? Zum Thema Makro oder zum Thema Körperfokus oder so? Irgendjemand ohne Fahrschein? Habt ihr was gelernt? War langweilig? Erzählt mir was. Okay. Oh, ihr schreibt alle so lange. Hilfe. Gut, dann machen wir jetzt schon mal Feierabend für YouTube. Macht es gut, gehabt euch wohl und quält euch sachte. Wenn ihr mehr von diesen Aufgaben mitbekommen wollt, geht einfach mal auf meinen Blog carsten-kettermann.com/blog und da findet ihr derzeit ganz oben all die Aufgaben schön durchnummeriert. Und wenn ihr Bock habt, macht einfach mit. Auch wenn heute schon alles besprochen wurde, könnt ihr trotzdem noch Fotos einreichen. Bis denn mal. Tschüss. So, und jetzt zu euch. Okay. Sehr gut. Okay, 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 okay. Alles gut. Schöne Bilder. Finde ich auch, Katja. Sehr, sehr geil. Okay. Ursel, wenn du keinen Newsletter mehr von mir bekommst, dann liegt das daran, dass du den Link nicht angeklickt hast. Am Mittwoch, glaube ich, habe ich dir früh morgens um 9:30 eine E-Mail geschickt. Und wenn du, und da stand drin, dass ich dich nicht mehr nerven möchte, wenn du nicht diesen Link anklickst. Und seitdem geht der Newsletter nicht mehr an 2800 Leute raus, sondern nur noch an knapp 400, die gesagt haben, ich möchte bei dieser Aktion weiter dabei sein und ich möchte so viele E-Mails bekommen. Von daher wäre das gut, wenn du in deine E-Mails guckst. Ansonsten schick mir nochmal eine kurze Erinnerungs-E-Mail, dann schicke ich dir das nochmal nach, falls das notwendig ist. Okay? Die Paula fragt, ob es schlimm ist, wenn bei jetzt habe ich YouTube gar nicht angehalten. Egal, ich mache das dann.